Wenn ihr wissen wollt, wie man sowas druckt, ja, dann solltet ihr vielleicht dranbleiben. Oh, das ist ja passend, dass ihr gerade da seid, denn der Druck ist gerade frisch beendet auf dem Anycubic Photon Mono 5S. Ein ganz neues Produkt mit richtig, richtig guten Features, die ich in den letzten Jahren bei Resin-Drucker tatsächlich vermisst habe. Um es auf den Punkt zu bringen, das Ding levelt sich selber aus. Es gibt eine Füllstandmessung, quasi wie viel Reste Resin-Kunstharz da noch drin ist, sodass ich nicht irgendwann trocken laufe und mir das Modell versaue. Und der ist noch mal ein Stück schneller als der Rest. Momentan kann man den, glaube ich, so vorbestellen für $400. Mit dem Release des Videos für EU-Lieferungen sind wir bei 430 ungefähr. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt, glaube ich, bei 629 €. Da, wo die Anycubic-Drucker, die ein bisschen größer sind, in den vergangenen Jahren auch schon rumdümpelten. Preislich tut sich da natürlich immer noch ein bisschen was. Ich habe den, ihr seht schon, ausprobiert und durchgetestet. Dieser Kopf wurde mit dem Fast, also mit dem schnellen Kunstharz Resin, in einer Stunde und 42 Minuten, ja, drucken kann man dazu nicht sagen, quasi ausgehärtet mit diesem Drucker. Ich denke, das ist eine ganz, ganz nette Ansage, wenn ich bedenke, dass mich das Ding auf einem normalen PLA-Drucker, ich glaube, 5, 6, 7 Stunden pro Stück gekostet hat und das deutlich feiner ist. Okay. Bevor wir dazu kommen, natürlich noch ein, zwei Worte zum Aufbau. Tatsächlich, so wie der hier steht, kommt er auch fast an. Ihr müsst den auspacken, vielleicht mit zwei Leuten, weil es doch ein bisschen größer ist. Ihr müsst das ganze Styropor und Schutzzeug abmachen. Und dann kommt so eine blöde Aufgabe, da muss ich dann innerlich auch so ein bisschen feiern. Es gibt ja ganz viele Leute, die haben Probleme mit Schutzfolien, die auf einem Display aufzutragen, auf Smartphones. Hier müsst ihr so ein 10,1 Zoll Display auch mit einer Schutzfolie überkleben und mit dem Spatel gerade machen. Blasenfrei natürlich. Er hat sich für mich persönlich jetzt leichter gestaltet als vielleicht für andere, denn das große 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 11.520 × 5.120 Pixel wird damit nochmal geschützt. Machen wir das mal runter hier. Dann müsst ihr quasi nur diese zwei Schräubchen nehmen und diesen Flüssigkeitsbehälter aufsetzen, aufschrauben, dann das Gerät anmachen, einmal nach oben fahren, weil ansonsten bekommt ihr quasi das Druckbett hier nicht drunter. Ich habe jetzt hier gerade einen frischen Druck fertig, man sieht es ja. Da ist auch noch überall dieses flüssige Harz, das läuft jetzt natürlich auch noch schön runter. Das gehört auch mit dazu. Die Druckfläche von der Metallplatte, die wir jetzt haben, also das Druckvolumen, was wir dann im Gesamt benutzen können, ist halt eben 200 × 218 × 12,3 cm. Egal wie die Zahlen jetzt sind, das, was ihr hier seht, plus eine gewisse Höhe, die könnt ihr komplett für Drucke benutzen. Das verbaute Display, wie gesagt, hat eine riesengroße Auflösung, ist ein Monochrom-Display. Und im Gehäuse drunter sitzt nochmal so eine Parallel-Matrix-LED-Lampe, die UV-Licht ausstrahlt. Das heißt, wer jetzt nicht weiß, wie so ein Resin-Kunstharz-Drucker funktioniert, ihr müsst euch vorstellen, das Display zeigt einen Schattenwurf an, wie so einen harten Kontrast, also von einer Fläche eines Modells. Zum Beispiel fängt das ja unten hier mit dem Fuß an. Diese Stelle, die wird quasi transparent gemacht, sodass das UV-Licht durch kann. Der Rest drumherum vom Display, das große quasi, wird dann abgedunkelt. Und da, wo das UV-Licht drauf trifft, härtet das aus. Dann fährt der Druckkopf hoch, es füllt sich wieder in die kleine Lücke Kunstharz rein. Dann fährt er wieder runter mit einem etwas höheren Abstand und nimmt die nächste Schicht. Und irgendwann baut er sich quasi sein Modell auf. Und dann hängt das, ihr habt es ja gerade gesehen, hier oben drüber. Das ist dann eigentlich schon, wie der Drucker funktioniert. Es funktioniert quasi mit einer Flüssigkeit, die fest wird und auch noch gen Himmel gedruckt wird sozusagen. Ist ein, ja, wenn man das noch nicht gesehen hat, ist es wahnsinnig beeindruckend. Ich finde es auch so immer noch beeindruckend. Vor allen Dingen diese riesengroße Fläche, die wir haben. Und die Geschwindigkeit, die ich hier mit diesem Highspeed-Resin auch erreichen kann. Das hat uns Anycubic jetzt direkt mitgeschickt. Literpreis kann ich euch nicht sagen. Normales Resin-Kunstharz liegt so für einen Liter bei 20-25 €. Für den Kopf zum Beispiel habe ich so 450 Milliliter verbraucht. Also könnt ihr schon mal gerade querrechnen. Das sind schon fast 10 €, die ich jetzt in der Hand halte, je nach Kilopreis. Damit kann ich eine Geschwindigkeit von 105 mm pro Stunde erreichen, was man in der Höhe drucken kann. Ein Standard-Kunstharz-Drucker liegt so bei 20, 50, vielleicht 70 mm in der Höhe. Also das heißt, wir sind hier mehr als doppelt so schnell. Daraus resultiert auch das Ergebnis, dass ich den in einer Stunde und 40 durchdrucken konnte. Das schaffst du mit einem normalen
Drucker schaffst du das nicht. Ich habe ja auch schon andere Drucker getestet, die ganz normale Bettschubser sind und mit einer hohen Geschwindigkeit arbeiten. Aber in einer Stunde 40 kriege ich das hier auch nicht hin. Das ist halt für einen Kunstharzdrucker nochmal eine ganz andere Nummer. So, wir haben den Aufbau. Wir haben quasi so ein bisschen die technischen Details mit abgegriffen. Wir sehen hier natürlich jetzt ein Touchpanel. Ihr seht es vom Blickwinkel vielleicht auch schon. Das 4,3 Zoll Display ist jetzt nicht das blickwinkelstabilste. Steht man davor, kann man es vernünftig bedienen. Auflösung ist auch in Ordnung. Wenn ich irgendwas drücke, wird es auch überwiegend gut erkannt. Manchmal muss ich ein zweites Mal drauf drücken. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Blickwinkel. Letztendlich, du kannst es alles per App auch steuern, theoretisch. Ja, man müsste das Touch-Display jetzt nicht unbedingt benutzen. Aber wenn ich zum Beispiel mit dem Photon Workshop 3.1 Slicer am PC gearbeitet habe, habe ich ja hier einen Datenträger, wo ich das drauf habe, dann will ich das ja da quasi auch dann hier quasi bedienen und ja offline nutzen. Da muss ich den Touchscreen schon mal benutzen. Wie gesagt, ist nicht der schönste, ist nicht der beste. Zweckerfüllend reicht aus. Ich kann WLAN einstellen. Das ist eigentlich kein Problem. Dafür muss ich mir natürlich die App runterladen. Bei uns aufgrund unserer Betriebsgeschichte ist das WLAN ein bisschen kryptischer vom Namen her, auch ein bisschen weiter weg. Er hat sehr, sehr lange gebraucht, bis es gefunden hat. Irgendwann hat er es gemacht und seitdem bin ich quasi mit meinem Handy online und kann auch von zu Hause aus einen Druck starten und stoppen und sogar am Handy slicen und eine Datei runterladen und bearbeiten. Zumindest so weit, dass ich sagen kann, er soll die drucken und hier rüber übertragen und drucken, dann macht er das. Groß jetzt einstellen, wie am PC, was die Auflösung angeht, Schichthöhe, Rückzug und was weiß ich alles, kann ich in der App nicht machen, aber es ist äußerst praktisch, um halt auch den Drucker unterwegs zu betrachten. Und dann weiß ich, wie der Druckstand gerade ist, also 30, 40, 50%. Und wenn es ein gutes Profil ist, dann sehe ich auch, welches Modell ich denn da gerade auch drucke. Was jetzt fehlen würde für die perfekte Abrundung, wäre natürlich eine Kamera hier drin noch irgendwo, aber ich glaube, das ist erstmal noch ein bisschen Zukunftsmusik. Füllstandsanzeige, wenn ich eine Datei gesliced habe und die starten will, wie zum Beispiel den großen Kopf. Ich brauchte ja fast 450 Milliliter, das ist auch wirklich bis zur Max-Markierung hier dann gefüllt. Und ich zu wenig drin habe, misst er das, kalkuliert er das aus und sagt mir, hey, du hast zu wenig Kunstharz drin, füll es doch bitte auf. Oder man ignoriert es, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt so ein Riesenprojekt, da reichen dann auch der normale Füllstand nicht, ich muss so oder so zwischendurch nachkippen. Zumindest kann man aber hier nicht trocken laufen, weil wenn ich das dann nachkippe, dann sage ich, okay, nochmal checken, passt das jetzt? Dann hat er gesagt, jo, das passt. Dann habe ich das ausgedruckt und dann habe ich unten wirklich nur noch so eine kleine Pfütze drin gehabt, die übergeblieben ist. Und die kann ich dann über diese Kanten quasi vernünftig auch wieder auskippen, weil das Resin muss dann eigentlich auch wieder aus dem Tank raus, weil sonst härtet es irgendwann aus oder verändert die Konsistenz und dann kann ich das mit dem UV-Licht vielleicht gar nicht mehr so bearbeiten und dann kann es zu Fehldrucken kommen. Da muss man auch ein bisschen mit aufpassen. Deswegen gibt es ja auch diesen Deckel, der das Ganze vor UV-Licht schützt. Genau, das zu den, ich nenne es mal Basics dieses Druckers. Grundsätzlich, ihr müsst eigentlich keine Vorahnung haben von Druckern. Ihr müsst eigentlich nur ein Programm bedienen können, müsst dort eine Datei reinschieben, sagen, ich will das in der Auflösung oder mit dem schnellen Resin drucken. Dann wird der Rest euch vorgekaut, so wie zum Beispiel, macht das Modell doch bitte mal hohl. Und hier oben sind jetzt Löcher drin, weil der wird ja über Kopf ausgedruckt, dass das flüssige Kunstharz, was da noch drin ist, auch ablaufen kann. Die Löcher muss man aber in die Modelle selber reinmachen. Es gibt bestimmt auch Modelle, wo das schon der Fall ist, weil die halt für einen Kunstharzdrucker schon vorgeeicht sind. Der Druck hat übrigens im Gesamten mit der komplett belegten Platte 5 Stunden 45 gedauert oder 4 Stunden 45 irgendwie so. Und das ist dann bei rausgekommen. Kriege ich mit einem normalen Drucker in der Geschwindigkeit auch so nicht hin. Der ganz große Vorteil, worauf ich ja noch nicht ganz eingegangen bin, beim Kunstharzdrucker ist ja, bei dem normalen Drucker ist es so, er geht ja mit der Düse nach A, nach B, nach Z und malt dann da alles aus und geht die ganze Platte lang. Bei einem Kunstharzdrucker ist es so, es wird ja, wenn ich das komplett ausfülle, die Platte, komplett belichtet und mit einmal auch komplett quasi ausgehärtet. Dann nimmt er die nächste Schicht, das sind dann 10 Sekunden, die er die beleuchtet, bis das aushärtet, dann nimmt er die nächste Schicht. Da kann ich halt im gleichen Zeitintervall von 5 Stunden eine Figur drucken oder ich habe eine ganze Armee aufgebaut, die alle gleich groß sind, auch die gleichen Modelle, Warhammer zum Beispiel, und lasse dann halt 15 Figuren, weil die drauf passen, im gleichen Zeitfenster drucken. Weil eine Schicht ist eine Schicht. Ob die jetzt so groß ist oder so groß wie die Platte, interessiert den Drucker nicht. Der beleuchtet das, der belichtet das und dann macht er das. Und das ist natürlich auch eine große Zeitersparnis, wenn man gerade viele kleine Sachen drucken will. Für große Sachen ist es irrelevant, weil aufgrund der Schichtzahl oder der Anzahl der Schichten, also bei dem Terminator-Kopf sind es 1500 Schichten gewesen,
Bei dem Org waren es auch so um die 1600, weil ich das, da war es ein bisschen feiner. Das ist 0,05 mm gedruckt. Das ist 0,1 mm gedruckt. Und hier als Vergleich PLA in 0,2 mm. Da sieht man natürlich schon die einzelnen Schichten gerade hier oben an der Stirn. Das habe ich hier nicht. Hier sieht das aus, als würde das aus einem Guss kommen. Das ist qualitativ enorm geil. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal auch ein paar Figuren ein bisschen näher an. Der kleine Teufel hier war quasi mit das erste Modell, was ich gesliced habe. Das hat jetzt irgendwie auch fast 3 Stunden gedauert, weil es dann auch sehr, sehr fein eingestellt war. PLA-Druckerfreunde werden es kennen. So eine feinen, dünnen, pieksigen Spitzen kriegst du mit so einem 4 mm Düse und einer 0,1er Auflösung auch nicht hin. Hier kannst du wirklich hängen bleiben. Das ist wahnsinnig detailliert und wahnsinnig fein. Und hier hinten sind auch Löcher drin, da kommen eigentlich noch Flügel mit rein. Das ist über die App gesliced gewesen, wo ich jetzt nichts groß einstellen konnte. Da war auch unten eine Platte mitgedruckt. Die hat mir dann beim Abmachen aber leider den Fuß mit abgerissen. Okay, kann passieren. Tatsächlich ist ja das Kunstharz-Resin auch immer ein bisschen spröde. Das ist auch hier mir mit passiert. Man sieht auch genau, wo jetzt der Support war. Auch das war über die App am Smartphone gemacht. Also ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf gehabt, wie viel Support da ist, wie stark der ist. Das hat der automatisch gemacht. Einstellungsmöglichkeiten habe ich da leider nicht oder sagen wir mal noch nicht. Vielleicht wird das noch mit eingefügt. Da sieht man hier diese weiße Stellen, wo ich dann halt quasi dann mit Werkzeug und Co. rangegangen bin, um dann im Prinzip die Supportstellen ein bisschen abzumachen. Es ist aber nicht alles abgegangen und ein paar Spitzen hängen hier noch. Ich kann hier natürlich mit Werkzeug noch rangehen und das Ganze dann auch wieder verfeinern und sauber machen. Interessant ist dann aber wirklich, wenn man sich hier den Kopf anguckt, ich hoffe, wir kriegen das auch auf die Kamera rauf, der hat oben in der Stirn noch ein Pentagramm, ja, eingraviert, keine Ahnung. Dann nennen wir es mal gedruckt. Und ihr seht anhand meines Fingers ja, wie groß mein Finger ist und wie klein dieses Modell sozusagen ist und wie filigran und detailliert das Ganze ist. Hier den Totenkopf, den er da mit in der Hand hält, oder die Rückseite der Hände, das ist schon wahnsinnig detailliert. Also ihr habt es vielleicht auch gerade in der Aufnahme gesehen, auf dem seiner Kleidungsstücke sind ja auch noch so irgendwelche Ornamente mit aufgedruckt. Das kriegt ihr in den Dimensionen mit einem anderen Druck halt einfach gar nicht hin. Das ist schon enorm krass. Nachteil bei Kunstharz ist, ich habe es ja gerade schon mit angesprochen und beim Abmachen vom Support, dass das auch mal brechen kann. Ihr seht hier vielleicht schon die feinen Risse. Da ist mir das dann halt im Prinzip schon direkt mit kaputt gegangen. So soll es eigentlich nicht sein. Und man sieht halt auch die Stellen, die ich dann halt quasi angefasst habe, gerieben habe oder mit einem Werkzeug bearbeitet habe, nachdem das ausgehärtet ist. Das sind dann auch so wieder so kleinere Nachteile von dieser Methode zu drucken. Wenn ich jetzt aber das im Prinzip unberührt habe oder die Figur so ausgerichtet habe, dass nur wenig Support an bestimmten Stellen sind, die man vielleicht nicht sieht, dann kann ich das natürlich umgehen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, in der App gemacht, da habe ich halt keine großen Einstellungsmöglichkeiten. Am PC geht es anders und dann habe ich halt diesen großen Org ausgedruckt. Das ist der Oberkörper, das ist die Hüfte, das sind die beiden Füße, das ist die Basis, der Arm und der andere Arm. Und auch der ist extrem detailliert. Man sieht aber auch hier nach dem Aushärten, dass ich hier mit Werkzeug dran war, dass ich währenddessen beim Saubermachen schon ein bisschen drüber geschliffen habe. Dann verändert das Kunstharz seine Struktur. Und das sieht man nach dem Aushärten auch. Ebenfalls ist es so, dass nach dem Aushärten und mit UV-Licht bestrahlen, dass das dann wirklich seine Endfestigkeit bekommen hat, dann wird das Material sehr, sehr spröde. Und dann ist mir beim Ransetzen hier der Arm, die Verbindung abgebrochen. Ich kann das aber relativ einfach natürlich wieder reparieren. Ich schleife das runter, ich nehme mir weiteres Kunstharz, schmier das drauf, gehe mit einer UV-Lampe drauf, mache die Lücken zu, gehe mit einer UV-Lampe drauf. So eine Taschenlampe gibt es übrigens auch, dann habt ihr ein UV-Licht, könnt ihr draufklicken, dann kommt das UV-Licht auf die Stellen, härtet relativ schnell aus und dann könnt ihr so eine Sachen auch wieder zusammenkleben. Bei mir war es das Problem in meiner Einheit, wo ich das quasi mit UV-Licht im Kreis drehen lasse, damit das aushärtet, war mit den Armen zusammen kein Platz. Also musste ich die vorher abmachen. Hätte ich die dran gelassen, hätte ich das Problem nicht gehabt. Also hier muss man dann mit der Modellgröße wieder gucken, wie kriege ich es am besten ausgehärtet. Oder Tipp an der Stelle, stell es einfach in die Sonne, denn UV-Licht kommt bekanntlich woher? Richtig, aus der Taschenlampe und aus dem Gerät da hinten. Nein, natürlich aus der Sonne, klar. Ne, könnt ihr auch machen. Wenn ihr jetzt nicht so eine Reinigungsgeschichte oder so eine UV-Lampe habt, gibt es von vielen Herstellern. Für so einen Resindrucker könnt ihr das natürlich auch einfach in die Sonne stellen. Sauber machen mit Isopropanolalkohol, 99%. Dann ist der ganze Restschleim von diesem Kunstharz dann auch verschwunden. Und dann kann man zur Not auch unter Warmwasser den Support noch abmachen, weil unter Warmwasser, wenn es noch nicht ausgehärtet ist, wird das Zeug noch mal ein bisschen weicher, dann kann man das auch ein bisschen besser abholen. Das sind so Erfahrungswerte, die kriegt ihr dann auch mit. Aber wichtig ist halt, dass ihr das Harz nicht in das Wasser gibt, weil es nämlich eigentlich nicht gesund ist oder es kann schädlich sein, sondern halt nicht rein. Es gibt auch wasserlösliches Harz, habe ich jetzt aber nicht da. Da ist die Geschichte aber ein bisschen anders. Aber soweit ich informiert bin, darf das eigentlich auch nicht in den normalen Wasserkreislauf. Also viel Vorteil hat man nicht, nur dass man es dann damit ein bisschen mit Wasser theoretisch abspülen kann und nicht mit Alkohol machen muss.
Ich habe es euch ja schon an diesem Kopf gezeigt, der 1 Stunde 40 gebraucht hat, um komplett fertig gedruckt zu sein. 0,1 mm und dann, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit von 105 mm pro Stunde in der Höhe, also 10, irgendwas. Ist auch nicht perfekt. Ich habe nämlich beim Aushöhlen des Modells vergessen, eine Innenstruktur zu geben. Das bedeutet, das kriegen wir wahrscheinlich nicht auf die Kamera. Hier oben ist ja quasi eine Schädeldecke außen und eine Schädeldecke innen. Die innere Decke, die hat er nicht drucken können. Das heißt, ich habe jetzt nur noch die dünne Außenwand, die jetzt 2 mm stark ist. Und ebenfalls ist es mir passiert, dass dann auch hier bei der Augenhöhle, hat er irgendwann angefangen, in der Luft zu drucken. Irgendwann hat er das Loch aber trotzdem zugekriegt. Aber das war so porös, dass ich es halt quasi dann kaputt gedrückt habe. Hätte ich jetzt nochmal so eine Innenstruktur reingesetzt, das kann man alles im Slicer mit einstellen, hätte ich das Problem nicht gehabt. Das ist auch so ein Lerneffekt. Ich habe schon ewig nicht mehr mit dem SLA-Drucker gedruckt, aber das passiert. Ja, was man auch sieht, ist einmal eine unbearbeitete Seite. Die sieht aus wie so eine Pickelhaube. Und hier die Seite, die ich dann halt gleich mit Werkzeug ein bisschen glatt gemacht habe. Danach habe ich das halt quasi aushärten lassen. Ihr seht jetzt, glaube ich, auch, was ich meine, was unbearbeitet ist und was bearbeitet ist. Da muss man das natürlich im Vorfeld wissen. Wenn ich jetzt die Modelle eh farblich bemale, wie dieses Modell, dann kann mir das herzlich egal sein, ob ich dann da irgendwie einen Rest habe, den ich abschneide oder vielleicht nochmal auffülle oder den ich ein bisschen mit der Hand weggeschliffen habe. Wenn ich Farbe draufsetze oder vorne Grundierung draufsetze und dann das bemale, dann sehe ich das nicht mehr. Das ist, wie gesagt, eine Figur, die habe ich auch aus dem Drucker, SLA-Drucker rausgezaubert und selbst bemalt. Ja, ich habe ein bisschen geschickt. Ich glaube, es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Und das sind so Dinge, da blüht dann halt quasi das Warhammer-Herz oder das Model-Painter oder wie auch immer, das Figuren-Mal-Herz auf, wenn man da so ein bisschen ein Händchen für hat. Und dann kann man sich da halt komplett austoben. Wer jetzt sagt, ja, aber was soll ich mir denn drucken? Wer sich die Frage stellt, ist in dem Video eh schon falsch. Sorry dafür. Eigentlich soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich habe euch den Drucker erklärt. Ich habe euch erklärt, wie es funktioniert. Die Druckergebnisse habt ihr gesehen. Meine Fehler währenddessen habe ich euch auch so ein bisschen geschildert. Und letztendlich ist es dann euer Können, euer Wollen, was ihr draus macht. Kostenfaktor von einem so einem Liter ist 20, 25 Euro. Das ist von normalen Kunstharz. Das ist von der Menge her nicht so viel, weil ich habe jetzt eine komplette Flasche für diese Modelle komplett verbraucht. Das wären jetzt hier 25 Euro, die hier liegen. Die habe ich jetzt da komplett mit verbraucht. Eine Katze hängt noch dran und ich habe schon einen Schluck wieder nachgekippt. Also es ist nicht endlich, das Zeug. Nee, es ist endlich, so rum. Mit einer Filamentrolle kriege ich manchmal ein bisschen mehr rausgedruckt und im Endeffekt ist sie auch ein bisschen günstiger. Das sind halt noch Kostenfaktoren, die dazukommen. Und was man bei Kunstharz halt einfach nicht vergessen darf, ist, es riecht, es klebt, es muss mit Alkohol sauber gemacht werden, man muss Handschuhe dabei tragen, man braucht auch grobes Werkzeug teilweise, um das von der Platte abzubekommen. Man muss es aushärten. Und das frisst alles im Nachhinein auch Zeit. Aber es entschädigt halt für eine unglaublich detaillierte, kleine, auch große Modellvielfalt. Und das macht es auch so besonders. Also wer zum Beispiel eine Kombination aus PLA und Kunstharz macht, kann zum Beispiel halt größere Figuren machen, die dann aber sehr detailliert werden, weil bestimmte Stellen dann halt einfach so ein Terminator-Arm, zum Beispiel so ein Endoskelett. Da habe ich auch mal sowas gedruckt, das habe ich mit einem PLA-Drucker nicht hinbekommen. SLA hat es gemacht, beides miteinander verbunden und schon hatte ich mein Modell fertig. Das ist so eine Kombination. Wer jetzt, wie gesagt, nur kleine Figuren machen will und da die Ausrichtung und so weiter beachtet, kommt hier super gut bei weg. Dann ist es vom Kostenfaktor vom Resin wahrscheinlich auch wiederum egal. Ansonsten muss ich sagen, Auto-Leveling, die Erkennung, wie viel brauche ich denn für den nächsten Druckvorgang, nenne ich es mal, dieses Füllstand, plus die App-Steuerung und die erhöhte Druckgeschwindigkeit mit dem Fast Resin in 0,1 mm Schichthöhe, finde ich fantastisch. Wie gesagt, das ist ein absoluter Rekord für mich, diesen Kopf in der Größe, in der Zeit von 1 Stunde 42 fertig zu machen. Display ist nicht ganz geil, wie gesagt, nicht so blickwinkelstabil. Und ansonsten, denke ich, habe ich euch die Vor- und Nachteile mitgebracht. Und wirklich praktisch ist auch tatsächlich die App. Ich kann unterwegs alles kontrollieren und theoretisch auch einfach starten, wenn er an ist und im WLAN steckt. Also ihr seid da sehr, sehr flexibel. Jo, wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnte durchaus ja passieren. Rein damit in die Kommentare. Ansonsten auf der Webseite gibt es auch ein langes Review dazu. Schriftlich natürlich mit noch ein paar mehr Bildern. Und ich würde sagen, Feuer frei, Drucker an und los geht's. Ich sehe euch beim nächsten Video. Wisst ihr, da klingelt die Tür, da gehe ich jetzt gleich hin. Macht's gut.